Servus Leute, wie ihr vielleicht wisst, war ich am Freitag auf der Gamescom und konnte Arena antesten und ich habe da ein paar Bilder gemacht und ja, meine Eindrücke und alles habe ich auf meinem Stream am Samstag zusammengefasst und ich habe euch jetzt einfach mal hier ungeschnitten in das Video gepackt, auch ein paar Fragen vom Chat mit dabei und der Trailer wird auch noch angeschaut und ja, einfach wie ich Arena fand, die Bilder kommentiert und ja, alles in diesem Video. Denkt dran, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description. Lasst mal ein Follow da. Ja, jetzt viel Spaß mit der Zusammenfassung. Also, erstes Bild. Carrie und ich vor dem BSG-Stand in der Business Area. Wir wollten dann halt Arena testen. Wir haben da unseren Timeslot bekommen. Und ja, Carrie musste dann leider ein bisschen arbeiten. Sie war bei Asus zugange und konnte dann leider nicht mitspielen, aber Manni ist mit eingesprungen und ja, wie gesagt, wir durften alles fotografieren, explizit Fotos und wir dürfen die auch nutzen, wurde da gesagt und Manni hat auch ein paar Bilder von mir gemacht, wie ich am Spiel bin, danke dafür und Videos sind halt nicht zulässig, also ich durfte jetzt nicht das Gameplay mit aufnehmen oder sowas, sondern einfach bloß Bilder machen. Hier standen insgesamt 10 PCs und ja, da lief halt Arena und wir hatten halt unseren Timeslot. Eine Stunde, es wurden zwei Modi wurden gespielt mit einer kleinen Einführung vorher. Schauen wir uns gleich noch an. Sie haben noch ein paar Statistiken gezeigt. Und ich habe einfach mal fotografiert, ne? Also hier, ne, Arena-Menü und sowas. Das Ganze wirkt schon ziemlich fertig. Es ist wirklich von den Mechaniken her 1:1 wie Tarkov. Man hat halt einfach hier so Presets, die man auswählen kann. Und dann geht man mit denen rein. Die haben halt je nachdem keine Headphones, nicht so tolle Ammo. Also das sind auf jeden Fall keine Meta-Presets. Und ja, sie haben mir als erstes eine kleine Präsentation gezeigt und eine kleine Einführung. Und da haben sie unter anderem auch hier Tarkov in Numbers. Kann man das lesen? Ah, da stehen die Regions zum Beispiel. USA, steht da die insgesamt Spielerzahl? Irgendwie ist das gerade hier ein bisschen. Ich dachte, ich könnte es besser lesen. Scheiße. Das muss ich vielleicht noch mal anders machen. Ah, hier die Spielerzahlen und wie viele Zahlen halt hier auf YouTube und Discord und sonst was. Ihr könnt es lesen, ich kann es nicht lesen. Ne? Das ist ein bisschen hier, die Zahl ist schwierig. Muss ich mal schauen, ob das mit dem Handy besser geht? Moment. Naja, egal. Machen wir so. Auf jeden Fall sieht man da die Regions. Ich habe es bloß schnell fotografiert, ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Ich dachte, da stehen irgendwo die Gesamtspielerzahlen. Ist leider nicht der Fall. So, dann haben wir Top Games on Twitch in January und sie haben nochmal gesagt, dass Tarkov auch auf Twitch grundsätzlich immer weiter wächst und haben da ein paar Charts gezeigt und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. 38 USA, 27 Europa, ja. Sie haben da Zahlen von Twitch und Tarkov ist wirklich ein Game, das sich konstant auf Twitch hält und auch weiter wächst, was eine sehr gute Sache ist. Dann haben sie was Interessantes gesagt, Future of Esports. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also sie haben wirklich den Plan, Tarkov Arena als E-Sport-Titel zu etablieren. Und we see Arena as a new competitive E-Sport title. We've been doing show matches and tournament in Classic EFT, so now want to go big. We will be doing 3 major tournaments per year with a grand final in autumn at our branded event Tarkon. Also es wird die Tarkon geben. 3 Events mit Preisgeld, also es wird halt wirklich von BSG Preisgeld gestellt. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so in die Competitive-Richtung drücken, aber haben sie vor. Das heißt jetzt für mich nicht, also für mich als, jetzt kann man, hier so kann man es besser lesen. Für mich als Streamer heißt es jetzt nicht, dass ich da jetzt hingehe und da jetzt in einem Team spiele und versuche, diese Majors zu gewinnen. Das wird halt Leuten überlassen bleiben, die da wirklich richtig reingrinden. Aber mal schauen, für Streamer wird es da auch so eine die Option geben, ne? Caster? Ach, keine Ahnung, Carsten. Könnte ich wahrscheinlich auch gut, ja. So ist nicht. Also, mal ein bisschen weiter. Einmal hier vorm Setup. Und das war, glaube ich, vor der ersten Runde. Ihr seht hier mein Loadout. Ich habe eine Scar mit 60er Max, da war 855 drin. Und 3 60er Max, hier eine TV-Rig als Ding, da den TC800-Helm. Und man hat noch so ein bisschen was zum Healen. Ne, da seht ihr nochmal das Loadout. Wir haben den ersten Spielmodus haben wir gespielt. Teamfight. Nee. Wie heißt der? Heißt der Teamfight? Da oben steht's ja hier. Rules Teamfight. Location Airpit. Und da spielt man 5 gegen 5. Es ist einfach Team Deathmatch.
Und es sind recht schnelle Runden. Es ist halt, also es ist nicht Team Deathmatch mit Respawn, sondern man spielt Best of 9. Das heißt, das erste Team, das 5 Runden hat, gewinnt. Und das Ganze läuft so: Man geht in die Runde rein, man hat ein bisschen Meds, um sich zu heilen, also ganz normale Tarkov-Mechaniken. Man kann, glaube ich, auch während der Runde looten, wobei ich das nicht. Die Runden sind so gefühlt 2 Minuten lang, ne? Und man geht rein und die Map ist recht klein. Man hat in etwa nach 10 Sekunden Gegnerkontakt. Und ja, dann halt 5 gegen 5. Und um die Runde dann abzuschließen, läuft es so: Dann kommt nach 1,5, 2 Minuten, wenn sich die noch nicht alle gefunden haben, kommt links oder rechts ein, ja, so ein Objective, ein Bereich, in den man reinlaufen muss. Und wenn man in diesem Bereich 10 Sekunden gestanden ist, dann hat man die Runde auch gewonnen. Und ja, das heißt, man sollte dann zu Rundenende, wenn noch alle leben oder wenn noch ein paar Leute leben, dann geht es dann um dieses Objective. Und wenn keiner in dieses Objective reingeht, dann kommt die Clean-Up-Crew, dann kommen AI, Bosse, was auch immer. Und die sind richtig heftig, die kamen einmal und die haben da einen kurzen Prozess gemacht und einfach, ja, alle über den Haufen geballert. War ein bisschen schwierig, das am Anfang alles so mitzubekommen. C-Nex, ich bin überraschenderweise heute ein bisschen on. Um euch einfach hier einen kleinen Einblick zu geben. Und wenn es noch frisch ist, ne? Wenn ich mich noch an alles erinnere. Dann einmal hier beim Gamen. Ihr seht's, ich habe da gerade die Scar. Das ist auch hier, hat man im Trailer gesehen, da dieses Flugzeug und so. Hier oben sieht man auch die Meds. Ich hatte ein angefressenes IFAK, glaube ich, mit 130, Ibuprofen mit 3 Aufladungen und hier einmal Splint und ich glaube noch irgendein Stim, um Blutungen zu stoppen. Oh, da kommt alles auf YouTube, keine Sorge. Servus. Dann. Profi-Fotograf, ja, Bilder bei Fame Money. Danke dafür. Also, wir haben die Runde dann gewonnen, Teamfight. Wir lagen erst, glaube ich, 0-3 hinten und haben dann noch 5-4 gewonnen. Also haben wir richtig geregelt. Und mal sehen. Dann zweiter Modus. Gab immer eine kleine Erklärung, bevor die Modi losgehen. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz genau zugehört. Nicht zu arg. Der zweite Modus war Shootout Tournament. 2 gegen 2, also Duo. Shootout Tournament Duo. Und da haben sie uns angewiesen, eher billigere Loadouts zu spielen. Und ich habe in dem Fall einen Scout gespielt. Scout mit einer UMP, mit FMJ, hier diese 4er MMAC, natürlich hier das Ushanka. Manni hat auch dasselbe Loadout gespielt, wir haben zu zweit gespielt. Und dieses Duo-Tournament läuft so. Es waren 5 Teams. 5 Teams waren es, glaube ich. Und diese 5 Teams sind alle auf der Map. Und immer 2 Teams spielen gegeneinander und die anderen Teams können von oben zuschauen. Also man steht wirklich als Spieler da und kann zuschauen. Und genau, das ist hier der Screenshot. Da unten sind die Teams, ne? Hier ist Team Grün. Also man erkennt die Leute wirklich bloß an den Armbinden. Rot, Grün. Und die Farben sind recht knallig. Das erkennt er hier. Da hinten ist der andere. Und rechts dann, das ist eine richtig kleine Map hier. Das ist im Prinzip schon die ganze Map hier. Rechts geht halt nochmal ein bisschen weiter. Da hinten kommt das andere Team. Und man kann dann oben auf den Rängen stehen. Dann gibt es so Bildschirme mit Statistiken, mit dem Turnierbaum und kann sich anschauen, wo man steht. Ja, es waren Manni und ich. Oh. Interessant, Armbänder auf beiden Seiten. Also, ich habe auch einen Teamkill gemacht. Mist, jetzt kriege ich seinen Namen nicht zusammen. Wie heißt er? Smaturek? Smaturek geteamkillt. Gruß an der Stelle. Ich weiß nicht. Manni, schreib mal bitte den Namen, dass ich den richtig sage. Dass ich den richtig sage. Gruß an der Stelle. Ich habe einmal geteamkillt. Und hab's gar nicht mitbekommen. Ja, hat was von Kill aus in COD4. Weiß man noch nicht, Odin. Also, wir konnten einfach auswählen. Zu billig, zu teure Loadouts. Du kannst die kaufen. War Turek? War Turek, war richtig? Okay. Alles klar. Ja, man kann sie natürlich Teamkillen, ne? Ich habe halt einfach, okay, da, ne, Gegner, hab voll durchgezogen. Das war im Teamfight, aber. Das war im Teamfight. Und dann, Moment. Also, hier zu diesem Spectator-Modus. Man steht dann oben auf den Rängen. Und da hinten kann man dann tatsächlich auch Zeug looten. Da liegt dann so eine Kleinigkeit zu trinken, ein Tushonka. Ich habe Croutons gelootet und habe die runter in die Arena geschmissen zum Beispiel. Man kann auch rumwipen wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht sicher. Nix für Basti, ja, auf jeden Fall. Man kann da oben halt, man kann auch hier oben seht ihr dieses V-Droid. Wenn man 0 drückt, dann kommt man in den Spectator-Modus.
Dann kommt man in den Spectator-Modus und kann den Leuten zuschauen. Also kann durchswitchen, man hat wirklich In-Eye Spectator und kann einfach zuschauen. Oder man schaut von oben zu und es ist halt irgendwie, es gibt diesem Tournament-Format ein bisschen einen sozialen Aspekt irgendwie so, ne? Also ich glaube, das ist ein, ich weiß nicht, welches Format es war, Swiss-Format, nagelt mich nicht drauf fest, wie das Format hieß. Es ist auf jeden Fall nicht dieser normale Tree, sondern ich glaube, es ist das Swiss-Format. Monkyo, Servus. Und Vaulting war auch noch nicht drin. Nein, Vaulting war nicht drin. Und dann sieht man halt auch den Turnierbaum und dann spielt man immer nacheinander gegeneinander und wer dran ist und sonst was. Und so hat es dann ausgesehen. Wir haben dann das Finale gespielt und ich war Broski an der Stelle und ich muss sagen, die UMP hat richtig geregelt, weil Manni und ich konnten uns ganz gut durchsetzen. Wir konnten uns ganz gut durchsetzen. Wir haben hier das Finale gewonnen. 10 Kills, 2 Tode. Ja, ich will nicht lügen, war ein bisschen stolz drauf. Mein Scarface. Hey, Demios, wie fühlt es sich an? Es ist Tarkov. Es ist einfach 1:1 Tarkov von allen Mechaniken her. Die Frames waren auf diesen PCs. Hier oben sieht das. 78, nicht ganz so gut. Daraus würde ich jetzt aber noch nichts schließen. Ich habe keine Ahnung, was das für Rechner waren. Und die Maus war auch, Mausbeschleunigung war an und hör mir auf, ey. Ja, alles ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich denke, die Frames werden dann auf, wenn das alles optimiert ist, schon gut sein. Wie gesagt, ist ja noch nicht draußen, ist die Closed Beta. Und da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben, aber ich habe es halt extra mal eingeblendet, dass es halt mit drauf ist. Oh, Moment. wir haben da gespielt, haben da dieses Tournament gespielt und ich muss sagen, es war echt nice. Also, es sind halt recht kurze Runden, ne? Man rennt da rein. Und hat da richtig schnelle Action. Wie das genau mit den Loadouts sein wird und wie man da durchprogresst, das kann man gar nicht sagen. Wir haben 2 Runden gespielt, diese 2 Game Modes gab's. Es soll ja insgesamt 4 Game Modes geben oder so, ich bin mir nicht sicher. Und diese Game Modes gab's. Wie das ist mit den Loadouts kaufen und wie man das macht und wie man da an die Rubel in der Arena kommt und sonstiges, keine Ahnung. Kann ich noch nicht sagen, ganz schwer zu sagen. Und ja, ich habe natürlich noch zwei Bilder. Also Nikita, wo wir dann raus waren, stand man da in der Lobby vom BSG-Stand und da kam mir Nikita entgegen. Und ich habe ihn ganz kurz angesprochen. Ich habe wirklich bloß 30 Sekunden mit ihm gesprochen. Und alles, was ich gesagt habe, war danke für das großartige Spiel und dass ich es doof finde, dass online immer so viel abgehatet wird und so viel Rant kommt und dass ich ihm das einfach mal sagen will, dass er weiterhin so gute Arbeit leisten soll. Das war letzten Endes der O-Ton. Und das Bild hat auch Manni gemacht. Es sieht ein bisschen so hier. mir war es gar nicht bewusst, dass ich ihm auf die Schulter gelangt habe. Aber ja, wir haben dann noch ein Selfie gemacht. Das war auch auf meinem Instagram. Und ja, aber Nikita war da, wie gesagt, er ist da am Durchrennen gewesen. Da hinten war, glaube ich, irgendwo Glorious E. Kann sein, dass man ihn hier irgendwo sieht sogar. Und da hinten war auf jeden Fall. War ein Job bei BSG, gar kein. Ist ein gutes Bild geworden. Ja, auf jeden Fall, das waren die Bilder zu Arena. Und wenn ihr wollt, solltet ihr jetzt hier nochmal mir die eine oder andere Frage stellen. Weil jetzt lese ich den Chat. Wenn ich irgendwas überlesen habe, haut mal ein paar Fragen raus. Weil dann kann ich die vielleicht auch noch mit aufs YouTube-Video nehmen. Jetzt zum Schluss hin. Wenn ihr irgendwas wissen wollt. Hype. Also erstmal die allgemeine Einschätzung von Arena. Die allgemeine Einschätzung. Kann man es mit Tarkov vergleichen? Es ist 1:1 Tarkov. Die Mechaniken ist 1:1 Tarkov. Das Menü ist gleich. Es ist Tarkov auf einer kleinen Map. Fertig. Gab es Wodka bei BSG? Nicht, dass ich wüsste, wir haben uns einen Red Bull gegönnt, aber die hatten ein sehr gutes Catering. Character Progress in Arena, normales EFT. Auf der Homepage steht, die Skills sind übergreifend zwischen EFT und Arena. Ein Preis für Arena? South Gospel, ja, 37 Euro, aber EOD-Besitzer haben ihn. Performance war hier oben, was haben wir da? Hier ist bloß zweistellig. Ich weiß nicht, was ich sehe, ist auf jeden Fall unter 100 in dem Moment. Würde ich nicht so viel drauf geben, ich habe keine Ahnung, was das für Rechner waren. Ich glaube, das war nicht mal eine RTX, das ist eine GTX-Karte hier gewesen. Also noch eine 1000er-Serie. Seasons, weiß ich nicht. 68 könnte sein. Performance, es hat sich echt gut gespielt. Eigentlich, also die Frames hat man nicht so gemerkt. Ich würde auf die Performance jetzt nicht so viel geben. Ich weiß wirklich nicht, was das für Rechner war. Die Maus war auch grausig, also wirklich scheußlich. Sound war sehr gut, auch für diese Headphones.
Sound war sehr gut, also ich konnte da sehr gut orten, obwohl ich, na, hier USB-Headphone und keine Ahnung, eigentlich scheiße. Das heißt dann Vibe auch in Arena. Ich denke mal, in Arena wird es Seasons geben. Das wird nicht Vibe heißen, sondern Seasons. Habe ich Bock, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Wieso haben die den Preis angehoben für, wegen EFT, wegen Arena? Nein, die haben heute ist die Rabattaktion einfach ausgelaufen. Die haben den Preis nicht angehoben. Wie lange habe ich gespielt? Eine Stunde, zwei Spielmodi. Also einmal den 5 gegen 5 Teamfight-Modus und einmal 2 gegen 2 Tournament. Zeige ich nochmal die Bilder? Wir gehen gerne nochmal drüber. Wir gehen nochmal drüber. Also hier, das sind die Loadouts. Das war Rating. Davon habe ich keins ausgewählt. Das, keine Ahnung. Also die ersten Loadouts sind ziemlich, ne? Hier Free, der Pistolero, der Goodman. Keine Ahnung, hier Captain SKS, der Salty, ja, der ist free. Weiß ich nicht, ne? Ich hab's leider nicht alles gescreenshottet. Da sieht man ein paar mehr. Das ist, hier. Das ist CQB. Da, den links oben habe ich genommen mit der SCAR. Der hat einen G36. Das hier ist, weiß ich nicht. Das ist eine SA-58. Hier ist, glaube ich, eine Shotgun. Haben alle so einen Helm. Der hat einen Kiffer. Der hat einen Cowboy-Hut. Je nachdem. Aber wie das genau ist, man muss das immer kaufen. Man hat halt hier für dieses Setup hat man sau viel Rubel gehabt, von daher. Ich habe die SCAR genommen und habe mich dann gewundert, warum keiner umfällt. Und dann habe ich geschaut, da war 855 drin, 855 drin. Ist auf jeden Fall eine Progression. Progression ist hundertprozentig da. Da unten gibt es auch noch irgendwas, KD, Matches 24. Also, die Accounts wurden nicht resettet. Dann GLP, was ist das? Keine Ahnung, Rank Veteran. Da unten steht der Rank. Und ja, 0,9, aha. Ich habe keine 24 Matches gemacht, ich habe 2 Matches gemacht. Die 0,92 gehen nicht auf meine Rechnung. Endlich sieht man die Real Stats. Ist klar, ist klar, ist klar. Werde ich dann erstmal kein normales EFT mehr spielen? Nein, also ich werde beides spielen. Hundertprozentig beides. Die Sache ist, die rein auf ein Competitive Game zu switchen, macht bei EFT keinen Sinn. Nicht als Streamer, nicht für meinen Stream. Deswegen, ja. Endscreen, ne, man sieht, man kriegt auch hier immer irgendwelche Style Points gab es auch irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwelche Style Points gab es, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das war das zweite Loadout. Der Normand, das war ein Scout. Scout ist, ja. Es gibt auch Sniper, die haben uns aber explizit abgeraten, Sniper zu spielen, weil halt, ja. Sniper irgendwie, ja, es sind halt bloß Sniper und auf den, das waren wirklich zwei kleine Maps, da war wirklich nicht viel. Spectator-Modus war echt lustig und dann hier oben konnte man rein und, ja. Wo ist der Skinshop? Tja, den habe ich leider nicht gesehen, ich weiß auch nicht. Mehr Infos, dass die Beta noch dieses Jahr starten soll, gibt's aber nicht. Ja, gibt's nicht, weil ja, aber man kann über den Release, wenn man sich so Gedanken macht, angenommen im Dezember ist Vibe, die werden nicht Arena-Release und Dezember-Vibe gleichzeitig machen, das heißt, wahrscheinlich vorher. Arena-Zuschauer-Games, Inc. für Kanalpunkte. Ich weiß nicht, ob es da einen reinen Spectator-Modus gibt. Diesen Spec-Modus hast du halt bloß, wenn du im wirklich im Tournament drin bist. Also drei Teams oder zwei Teams stehen oben auf der Tribüne und zwei sind hier und zwei fighten halt, ne? Es ging nur um Arena. Es war rein Arena, es gab sonst nichts, nur Arena. Dieses Jahr kommt Arena. Dieses Jahr kommt Arena, haben sie gesagt. Ja. Und ich bin auf jeden Fall, also ich war natürlich, ne, wir haben natürlich hier das Duo-Tournament. Dieses Tournament-Format ist wirklich geil. Es ist wirklich geil, ist eine gute Idee, dass man halt auch dann alle auf dem Server bleibt. Du hast keine Ladezeiten zwischen den Matches. Man lädt einmal rein und dann ist man in der Runde drin. Genauso beim Teamfight, da bist du in der Runde drin. Dazwischen gibt es der nächste Vibe kommt mit dem Neujahrspatch. Ja, stimmt, da war ein Q&A, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Das wäre vielleicht auch interessant gewesen. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Also dieser Arena, dieser Tournament-Modus ist wirklich nice. Der kann man, steht schon auf der Page, den kann man One-on-One, Two-on-Two, was auch immer. Moment, wir schauen mal kurz da noch auf die Page. Arena, hier. Also arena.tarkov.com. Arena.tarkov.com. Wir können uns auch mal den Trailer anschauen, Moment. Aber den kennen wir schon. Ja.
Okay, den Trailer kennt man schon. Man kann hier, mal sehen, man kann hier runterscrollen, da gibt es ein paar Infos. PvP, PvE-Ego-Shooter mit taktischem Team-Modi. Equipment ist bereit, Assault, CQB, Scout und Sniper. Dann hier unten könnt ihr es euch anschauen, da sind sogar ein paar. Der Rang zählt, bewertete Spielen, also Ranked. Und mal sehen, hier unten stehen die Modi. Shootout, das ist das Shootout-Tournament. Ein neues YouTube-Video von Gameplay, dann schauen wir das gleich noch an. Dann haben wir hier Teamfight, das ist der 5 gegen 5. Overrun, weiß ich nicht, Last Hero und Duell. Duell ist auf jeden Fall 1 gegen 1, da bin ich mal sicher. Austragungsorte der Kämpfe, es wurde gesagt, 5 Maps sind schon ready. 5 Maps sind ready. Gibt der Gegner-Loot extra ruhiger? Ich weiß es nicht, Lausburg, weiß ich nicht. Ich habe versucht zu looten, aber ich glaube, es ging nicht. Man hatte auch nicht das Tab-Menü, also man hatte noch kein Inventar. Und Link im Discord. Link im Discord, alles klar. Ah ja, First Look, dann schauen wir uns das mal an. Oh, 6 Minuten, okay, okay. Die Map haben wir nicht gespielt. Also, ihr seht es hier oben, ne? Zeit 1 Minute 20 oder 1,25 ist echt wenig. Das haben wir auf jeden Fall eine größere Map. Überall sind halt auch so, hier oben, ne? Seht ihr, das sind überall so Anzeigen. Wenn man wissen will, wie viele Leute noch vom Gegnerteam leben, muss man oben auf so einen Bildschirm schauen. Also es gibt keine Anzeige, wie viele Gegner noch leben. Schon DFG. Es ist irgendwie vernetzt. Genau weiß ich es aber nicht. Moin, Vampire. Da, man sieht es hier. Blaues Armband, ne? Man erkennt die Gegner bloß daran, am Armband. Man hat aber hier unten auf jeden Fall einen Killfeed. Das ist gut. Vampire, weil ich euch nicht im Dunkeln tappen lassen wollte. Was mit Arena abgeht und so. Was ist der PvE-Aspekt? Ich denke, dass man halt auch einfach gegen Bots oder PvE-Modi spielen kann. Oh, da hinten sniped einer. Oh, okay. Und das ist der Spectator-Modus, mit dem man dann rumswitchen kann. Da sieht man dann auch hier unten, ne? Und es gibt einen Ansager. Und dieser Jubel, ich weiß nicht, ob der immer drin ist. Sieht gut aus, Rocker allein. Das ist ein hohes Lob von dir. Es ist halt ein bisschen die Mechaniken von Tarkov in einem Competitive Game. Da bin ich noch ein bisschen. Ja. Ein bisschen hin und her gerissen. Aber. Ist schon nicht schlecht. Man muss auf jeden Fall schnell spielen. Man hat gar nicht so viel Zeit. Das ist die Map, die wir gespielt haben im Teamfight. Terminal heißt die. Erstmal richtig schön die Drogen reingedrückt. Also es gibt alle Drogen und sowas, Granaten. Ich hoffe nicht so viele Granaten, weil die Maps sind echt klein. Oh, eine Bock 25. Aber das, die haben auf jeden Fall die Loadouts hier verändert. Okay, die haben auf jeden Fall die Loadouts hier verändert. Das sieht anders aus. Also man kann an den Loadouts wirklich was machen. Und wahrscheinlich auch die Ammo verbessern und sonstiges. Dieses Gejubel ist, glaube ich, immer da, ja. Ich weiß nicht. Es war jetzt nicht so schlimm. Terminal wird, glaube ich, eine reine Arena-Map, Fox, denke ich. Ihr seht auch hier oben, ne? Da oben sind die Ränge, da steht jemand. Also man, hier die Zuschauer, es gibt auf jeder Map Zuschauerränge, von wo aus man zuschauen kann. Eine Killcam nach dem Tod? Nein.
War das eine neue Waffe? Nein. Was ist das hier? Das ist, glaub ich, ist das eine kurze HK416? Das ist eine kurze HK416. Zeitlich sehr knapp, ja. Hier, ihr seht es oben, 1,25. Also man muss da wirklich, man muss Gas geben. Killcam soll kommen und Demo und sowas, ja. Oha, er hat aber auf jeden Fall einen Alt hin und eine dicke Rüstung. Also es gibt schon krasse Loadouts. Freund schon, Para. Nee, hat er nicht, Maliko. Ich hab da nichts erfahren. Performance besser auf Streets. Performance war auf diesen Rechnern nicht so toll. Aber das sagt jetzt noch nicht viel. Herr Yoki, servus. Ah, man sieht hier unten sogar die Ammo, ne? Hier. 47 AK. Nee. 47 AKBS? Doch, AKBS? Okay. Man sieht die Ammo, mit der der Kill gemacht wurde. Hey, Shira. Unreal. Oh, das ist eine Map, die können wir. Okay. Herr Eule, servus. Ja, das ist nur im Spec-Modus, aber ja. Im Spec-Modus hast du halt so eine Kamera. Wie fand ich die Maps? Sehr klein. Klein und halt sehr schnell. Ich spiele ein bisschen 1, 2, 3 gleich noch. So, das ist jetzt der Spec-Modus, hat man hier oben diese, ne? Oha! Damirka! Das war Teamfight. Ah, es hat schon Bock gemacht, ne? Es wird viele Teamkills geben. Oh ja, ich habe auch schon einen gemacht. Ich habe auch schon einen gemacht. Nette Loadouts hier. Der hat einfach mal. Ist es eine Slick oder irgendeine Sechser und ein Wrist-T? What the fuck, Mann? Nette Loadouts. Also ich denke, man kann sich die Loadouts auch custom zusammenstellen. Mal sehen, schauen wir mal. Man gewinnt Rubel, genau. Irgendwie so. Und es gibt auch irgendwie Style Points, haben sie gesagt. Man gewinnt hier Rubel. Das sind diese Style Points. Ich weiß nicht, für was das ist. Wird gut. Es hat auch sehr, sehr fertig gewirkt. Performance, naja. Aber man hat jetzt da schon einiges gesehen. Ist nice, wirklich. Hat Bock gemacht. Safe Elo für die Ladder? Ah, kann sein. Kann auch Rank sein, ja. Irgendwas mit den Style Points hat er erklärt. Ich hab's aber auch nicht ganz verstanden. So. Moment. Moment. Machen wir hier mal einen Marker. Nee, hab ich nicht. Nee, ich denke, das wird gut. Gut. Gebalanced sein. Arena Char XP mit einem normalen EFT Char bekommen soll, das glaube ich nicht. Nur Skills, habe ich gelesen. Ist auf jeden Fall richtig nice. War wirklich nice, das zu spielen. Und war auch nice, da überhaupt bei BSG zu sein. War viel los an dem Stand? Naja, der Stand selber, also unten gab es einen BSG-Stand, da war eigentlich nicht viel. Da hat Nikita hin und wieder mal ein bisschen aufgelegt. Und ansonsten war da ein bisschen Merch-Giveaway, aber da konntest du dich tätowieren lassen umsonst. Tag of Tattoo. Ansonsten war da nichts. Die haben nicht keine Altersfreigabe für die eigentliche Messe bekommen. Das heißt, beim Q&A war voll vorhin. Ja, das ist klar. Aber dieser Stand hier zum Arena-Testen, der war, glaube ich, bloß Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag da. Und heute auf der Gamescom kann man das gar nicht mehr testen. Das war im Business-Bereich, der Stand von BSG. Und da war halt wenig los, ne? Kamst du auch nur mit Termin rein. Und die haben das halt organisiert, dass da halt immer, ne, nicht so viele Leute sind. Wie lange war ich da? Ich war bloß einen Tag da, immer bloß den Freitag. Tag auf Tattoo, ja. Irgendwie so war das, keine Ahnung. Na gut.
Machen wir hier einen Marker und dann kann ich das, denke ich mal, auf YouTube verwenden. Und auf Instagram gibt es noch ein paar Bilder, wenn ihr noch mal welche sehen wollt. Da habe ich auch Gamescom 2023 die Stories festgepinnt.